Wir hatten in der Diskussion über Operatorbäume bereits gesehen, dass es da Potenzial gibt für Optimierung. Also wenn ich so einen Baum gegeben habe, der aus irgendeiner Anfrage herkommt, und dann habt ihr so Operatoren, zum Beispiel hier eine Selektion, ein Join zwischen zwei Relationen R und S, dann kann ich hier versuchen, durch Neuordnung dieser Operationen oder Operatoren diesen Baum in der Ausführung günstiger zu machen. Und ein großer Punkt dabei ist das Herunterdrücken von Selektionsoperatoren. Idealerweise wird man vermeiden, unten in dem Baum viele Tupel zu lesen. Wenn ich hier noch irgendeine Selektion haben könnte, die nur ein Bruchteil von S liest, dann wäre auch die Ausführung von diesem Join-Operator günstiger, ja, im Allgemeinen. So, die erste Regel, die wir hier sehen, ist das Aufbrechen von Konjunktionen in diesen Selektionsprädikaten. Das heißt, wenn ich hier eine Selektion habe und das Prädikat besteht aus einer Konjunktion oder einer Reihe von Konjunktionen zwischen Teilprädikaten, dann ist das äquivalent zu einer Kaskade von diesen Selektionsoperatoren mit den jeweiligen Teilprädikaten. Und warum gilt das? Naja, wenn ich so eine Kaskade habe von Selektionsoperatoren und die unten von einer Relation R lese, und hier habe ich das Prädikat C1, C2 und C3, dann kommen mir natürlich nur die Tupel aus R hier drüber über diesen Operator, die C3 erfüllen. Und die kommen die nächsten, also diese, die sich qualifiziert haben, kommen dann über diesen Operator drüber oder durch diesen Operator durch, um es genauer auszudrücken, die auch noch C2 erfüllen. Und am Ende kommen die im Ergebnis an, die auch noch C1 erfüllen. Das heißt, die Ergebnistupel hier oben müssen C1 erfüllen und C2 erfüllen und C3 erfüllen. Das müssen sie aber allerdings auch hier auf der linken Seite in dieser Konjunktion der Teilprädikat in einem einzelnen Selektionsoperator. Ja, das heißt, wir sehen, es ist recht trivial, dass diese Äquivalenz gilt. Regel 2 sagt, Selektion ist kommutativ. Das heißt, ich habe hier Selektion auf einem Prädikat C1, Selektion von einem Prädikat C2 und auf der rechten Seite ist genau umgedreht. Auch das ist äquivalent. Es spielt keine Rolle, ob ich dieses eine Prädikat vor oder nach dem anderen teste. Am Ende müssen die Tupel, die sich qualifizieren, beide Prädikate ohnehin erfüllen. Dann dritte Regel. Ich kann noch Kaskaden von diesen Projektionsoperatoren haben. Und diese Kaskaden sind äquivalent zu der Projektion, die am restriktivsten ist, im Sinne von den Attributen, auf die diese Projektion projiziert. Das heißt, wenn ich mir das so aufschreibe, dass ich eine Kaskade habe mit Attributmengen L1, L2 bis LN, wobei L1 eine Teilmenge von L2 ist, L2 von L3 und so weiter, dann ist dies äquivalent zu einer Projektion auf die kleinste dieser Mengen, nämlich L1. Warum gilt das? Naja, im einfachen Beispiel, ich habe diese Relation R und projiziere jetzt hier auf A, B, C und projiziere jetzt nochmal hinten auf A. Ja. Wenn das jetzt die Anfrage wäre, dann, was kommt am Ende raus? Da kommen die Tupel aus R raus, aber nicht die ganzen Tupel, sondern nur die Tupel, also nur der Attributwert A von diesen Tupeln. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich hier nochmal auf BC oder ABC projiziert habe, wo BC noch dabei war, am Ende fällt BC auch raus. Das heißt, am Ende habe ich nur dieses Attribut, diese eine Spalte aus R, nämlich die Spalte A. Und das ist äquivalent zu der Projektion auf A. Ich denke, das ist auch relativ einleuchtend, warum dies gilt. Punkt 4, Regel 4, Vertauschen von Projektion und Selektion. Ich habe eine Selektion, die bezieht sich auf die Attribute A1 bis AN. Ja, ausschließlich auf diese Attribute. Und wenn diese Attribute in der Projektion erhalten bleiben, dann darf ich Folgendes tun. Dann darf ich die Projektion, die hier nach der Selektion ausgeführt wird, vor der Selektion ausführen. Warum gilt das? Oder was würde passieren, wenn diese Bedingung hier oben nicht erfüllt ist? Ich kann natürlich nicht hergehen und hier irgendwelche
Attribute wegwerfen, die ich hier in diesem Prädikat C noch brauche. Ja. Also ich darf nichts wegprojizieren, was die Prädikate brauchen. Das ist auch später bei dem Join so, wenn ich einen Join habe mit einem Prädikat, dann darf ich da keine Projektion drüber schieben, also weiter nach unten schieben, wenn der Join ein Prädikat noch braucht. Ich denke, das ist auch klar, warum das ansonsten schief gehen würde. Wie soll ich sonst das Prädikat auswerten? Regel 5, Mengenvereinigung, Schnittmenge und der Join sind kommutativ. Das heißt, im Falle des Joins spielt es keine Rolle, ob ich R Join S schreibe oder berechne oder S Join R. Wenn Sie das in einem Datenbanksystem später ausführen oder sich diese Tabellen aufmalen, um das zu illustrieren, werden Sie sehen, dass natürlich, wenn Sie das aufschreiben oder auch das Ergebnis betrachten im Datenbanksystem, dass es hier einen Unterschied gibt im Sinne von, welche Attribut, also welche Spalten kommen vor welchen anderen Spalten. Hier wäre das so, dass hier zuerst die Spalten kommen von R und dann die von S und hier wäre es eben umgekehrt. Es spielt allerdings in der Semantik keine Rolle, weil diese Attribute auf beiden Seiten jeweils erhalten sind, bloß in einer anderen Reihenfolge, aber Reihenfolgen interessieren uns hier nicht. Wir greifen auf die Attribute hier sowieso zu, indem wir von R.A reden. Wir sagen nicht, das ist das fünfte Attribut von R zum Beispiel. Ja? Also in diesem Sinne sind diese wirklich kommutativ. Natürlich muss das Datenbanksystem am Ende Ihnen irgendwas anzeigen. Aber wie gesagt, wir reden hier von Attributnamen, die eindeutig sind. Das heißt, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Ja? Also diese Operatoren sind kommutativ. Regel Nummer 6 betrachtet das Vertauschen von Selektion und einem Join. Das heißt, wenn ich hier so eine Selektion habe und unten drunter steht ein Join-Operator mit Eingaben R und S, dann beschreibt diese Regel, in welchem Fall ich hier dieses Sigma, also diese Selektion, hier runterschieben kann. Und in dem Fall betrachten wir das Runterschieben in den Teilbaum von R, also der linken Eingabe des Join-Operators. Wir können das machen. In dem Fall, falls ich das Selektionsprädikat, also dieses C, ausschließlich auf Attribute der Relation R bezieht, dann kann ich das hier runterschieben. Warum darf man das machen? Und zwar nur in dem Fall, naja, wenn ich jetzt hier in R ABC habe oder AB Attribute und hier CD Attribute in S und die Selektion würde sagen, ich hätte gerne Vergleiche zwischen B gleich C, dann kann ich das hier natürlich nicht hier unten auswerten. In dem Fall könnte ich also hier die Selektion nicht nach unten schieben. Also es klappt nur, wenn die Selektion sich wirklich oder ausschließlich auf die Attribute einer der beiden Relationen bezieht. Aber im Sonderfall, dass ich eine Selektion habe, die ein Prädikat hat, das eine Konjunktion ist aus zwei verschiedenen Prädikaten, C1 und C2, dann darf ich C1 und C2 nach unten schieben, falls sich C1 und C2 jeweils ausschließlich auf Attribute von R bzw. S beziehen. Also in dem Fall, wenn jetzt C1 nur mit Attributen aus R arbeitet und C2 nur mit Attributen aus S arbeitet, dann könnte ich dann die Selektion hier unten hinschreiben, C1 von R, und hier entsprechend Selektion von C2 auf S und würde hier oben die Selektion weglassen. Man sieht hier in diesen Beispielen auch ganz schön, was der Effekt ist in Bezug auf die Kosten, die hier anfallen. Denn wenn ich am Ende diesen Join oder diesen Ausdruck berechne, die Anfrage berechne, um die Ergebnisse zurückzuliefern und kann recht früh Tupel rauswerfen aus diesen Basisrelationen anhand von diesen Projektionen, die weit unten stehen, dann ist natürlich klar, dass dann die Berechnung des Joins, der ja auch oder diesen komplexe Kosten anfallen in der Regel, viel günstiger, als wenn ich die Selektion oben hätte. Ja, das heißt, die Eingabegrößen des Join-Operators sind reduziert. Je größer natürlich die Reduktion ist, desto besser ist dann der Gewinn in Performance für diese Anfrageausführung. Wir haben ja noch nicht gesehen, wie der Join implementiert ist, aber ich habe schon gesagt, dass der Join im Wesentlichen
paarweise Betrachtungen macht. Hoffentlich ein bisschen cleverer als das Kreuzprodukt, aber so ein Join war ja definiert als das Kreuzprodukt und dahinter eine Selektion. Und je nachdem, wie lax das Prädikat hier ist, C von dieser Selektion gefolgt dem Kreuzprodukt, das ist ja der Join dann mit dem Prädikat C. Je nachdem, wie restriktiv oder weniger restriktiv dieses Prädikat C ist, sind die Kosten von diesem Join eben sehr, sehr viel geringer als die Kosten des Kreuzproduktes im Sinne von Kosten gleich Anzahl der Tupel, die rauskommen. Und wenn es eben sehr teuer ist, das Prädikat oder diese Anfrageauswertung, dann möchte man natürlich, dass die Eingabegrößen sehr klein sind. Das kann man eben erreichen, hoffentlich durch das Runterschieben von diesen Selektionen in die einzelnen Eingaben hinein. Man kann auch Projektionen mit dem Join verschieben, also vertauschen. Auch hier muss wieder gewährleistet werden, dass wenn ich diese Projektion nach unten schiebe, dass das Join-Prädikat dennoch ausführbar ist oder auswertbar ist. Das heißt, wenn ich hier ein Prädikat C habe und ich habe Attribute, die A1 gehören zu R und die B-Attribute gehören zu S, dann kann ich das dann runterschieben, wenn das Prädikat immer noch auswertbar ist auf dieser Menge von A1 bis BM. Auch das soll da einleuchtend sein, dass ich nichts, das Prädikat nicht auswerten kann, wenn die Projektionsmengen, die zum Teil die Attribute wegprojiziert haben, die ich für C noch brauche. Auch das macht wieder Sinn, wenn man sich überlegt, dass der Join ja definiert ist durch das Kreuzprodukt gefolgt von einer Projektion, wo alle die Paare betrachtet werden, wo C gilt. Das ist ja die einfache Definition von dem Join. Und dieses C entspricht natürlich diesem C hier. Und wenn ich hier dann eine Projektion reinschiebe oder hier eine Projektion reinschiebe, dann müssen natürlich die Prädikate übrig bleiben, die ich hier noch überprüfen möchte. Also auch recht einleuchtend, warum diese Regel funktioniert. Dann zu den Mengenoperatoren nochmal. Auch Join ist ja auch eine Art Operation, eine Art nicht Vereinigung, aber eine Mengenoperation kann man das auch so sehen. Und so, nun zu den Operationen Join, Schnittmenge und Vereinigung. Die sind nämlich assoziativ, wenn man sie einzeln betrachtet. Das heißt, wenn dieses Phi eine von den Operationen bezeichnet, dann kann ich folgende schreiben: Das, Klammer auf, R Operation S, Klammer zu, Operation T, äquivalent ist zu R, dann die Operation, Klammer auf, S Operation T. Ich denke, das sollte auch recht einleuchtend sein, wenn Sie hier die Vereinigung betrachten. Das ist sehr einfach, dass man sieht, wenn ich R und S vereinige und dann T, wo sollte da der Unterschied sein, als wenn ich erst S und T vereinige und dann R hinzunehme? Und bei der Schnittmenge ist es auch so und auch bei dem Join ist es auch recht einfach zu sehen. Auf dieser Folie muss ich anmerken, dass wir hier über Mengenoperationen sprechen. Das heißt, über Mengensemantik reden. Wir haben keine Duplikate in den einzelnen Mengen. Wir werden später sehen, dass wenn wir Duplikate zulassen, also über Multimengen reden, dass einige von diesen Transformationsregeln nicht mehr gültig sind. Regel Nummer 9, die Operation Selektion, ist distributiv mit Mengenschnitt, Vereinigung und Mengendifferenz. Das heißt, wenn wieder dieses Phi, das Symbol, einen dieser Operationen bezeichnet, dann gilt folgender Ausdruck. Auch das ist einfach oder intuitiv zu sehen. Wie gesagt, später, wenn wir Multimengen betrachten, werden wir sehen, dass ein Teil von diesen nicht mehr funktioniert, von diesen Regeln. Die Projektion, also dieser Operator Pi,
ist distributiv mit der Mengenvereinigung. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich die Vereinigung zuerst ausführe und dann projiziere oder ob ich die einzelnen Mengen projiziere und dann vereinige. Hier wird keine Unterscheidung gemacht, ob C aus Prädikaten oder auf Prädikate sich bezieht, die in R oder S drin sind. Das wird nicht getrennt betrachtet. Warum nicht? In diesen Operationen, also in Mengenvereinigung, Differenz und Schnittmenge, müssen sowieso alle Relationen oder die beteiligten Relationen das gleiche Schema haben. Deswegen kann man das ja auch so hinschreiben mit dem gleichen C. Wenn ich Join-Prädikate habe oder Selektionsprädikate habe, dann kann man natürlich die bekannte de Morganische Regel anwenden, wie Sie hier sehen. Ich denke, das wird den meisten schon bekannt sein aus anderen Vorlesungen. Und so kann man dann eben gucken, dass man sich hier Konjunktionen zum Beispiel sichtbar macht, wenn man händisch hier Transformationen macht, und dann eben zu sehen, ob man hier Dinge aus die zuvor genannten Transformationsregeln eben anwenden kann oder nicht. Wenn ich ein kartesisches Produkt habe, gefolgt von einer Selektion, und das Selektionsprädikat bezieht sich auf Attribute aus beiden Eingaben, also beiden Relationen R und S, dann kann ich dieses in einen Join umwandeln. Das ist genau die umgekehrte Sichtweise, die wir zuvor immer aufgemalt haben, dass man sagt, der Join ist ja eigentlich ein Kreuzprodukt mit der Selektion. Hier sagen wir, dass man sowas umwandeln kann in einen Join, also genau die Definition auch hier anwenden. Das heißt, ich habe R, hier ein Prädikat habe C, dann habe ich einen Join mit dem Prädikat C zwischen R und S. Warum ist das wichtig? Das ist eine essentielle Regel, denn wenn ich so eine Anfrage später schreibe in SQL, dann werde ich oftmals nicht explizit sagen, dass ich einen Join habe, sondern ich sage, verknüpfe die Tupel aus R und S, die folgende Bedingungen erfüllen. Das heißt, diese Default, die naive Default-Transformation von so einer Anfrage, verknüpfe die Tupel von R und S, die ein Selektionsprädikat erfüllen, die würde genau das hier machen. Die würde R und S verknüpfen und dann gucken, welche von diesen Paaren das Prädikat erfüllen. Das heißt, das Datenbanksystem würde in der ersten naiven Transformation das hier machen. Ja. Das ist natürlich super teuer, weil wenn hier, wie gesagt, mehrere tausend drinstecken, Tupel und hier auch, dann ist das Kreuzprodukt riesengroß, weil es ja alle Paare betrachtet. Das Datenbanksystem ist dann in der Lage, hoffentlich in der Lage, zu erkennen, dass das hier ein Join ist. Das heißt, wir machen hier ein Join draus mit dem Prädikat C. Und dann kann hoffentlich, je nachdem wie das Prädikat ausschaut, dieser Join viel effizienter berechnet werden als die naive Implementierung von einem Kreuzprodukt gefolgt von einer Selektion. Diese effiziente Berechnung von einem Join ist insbesondere dann einfach oder relativ einfach, wenn das Prädikat C auf Gleichheit testet. Das, wenn ich hier ein Prädikat habe, das sagt, also C wäre R.A gleich S.B. Dann kann ich hier mit Hilfe von Indexstrukturen, also Bäumen oder auch Hashing-Strukturen, diesen Join effizient ausführen. Ja, also bei einem Equi-Join kann man gewisse Tricks machen und die Berechnung ist super effizient. Aber das geht nur, wenn ich erkannt habe, dass ich hier dieses Kreuzprodukt umwandeln kann in einen Join. Und natürlich ist es nicht so ganz trivial. Es ist nicht immer so, dass ich hier ein Kreuzprodukt habe und oben drüber eine Selektion. Aber ich kann hier noch andere Dinge haben. Ich kann hier noch einen anderen Operator haben, eine Projektion. Das ist die Eingabe von einem anderen Kreuzprodukt. Und hier oben steht eine Selektion. Und diese Selektion könnte ich hier hinschieben und hier draußen Join machen. Das heißt, man muss sich wirklich in den Baum angucken, um zu sehen, was der für Potenzial hat, diese Optimierung eben einzubauen.